Hallo und herzlich willkommen in der Folge 301. Und 301, das kennen wahrscheinlich viele von YouTube, ist nämlich ein Fehler. Oder, das heißt, ist eigentlich kein Fehler. Viele denken, es ist ein Fehler. Aber es ist ein Fehler. Hier die Leute, die jetzt nicht wissen, wovon ich rede. Es gibt, wenn bei YouTube ein Video nach dem Upload sehr schnell geklickt wird, dann gibt es dort, steht da an Views nur 301. Und dann gab es früher immer die Kommentare, 301 Views, 1000 Likes, Hacker oder sowas, oder Botter oder sowas. Totaler Bullshit ist. YouTube zählt das dann so nicht mehr, dass der YouTube stackt das dann auf. Also das im Hintergrund wird alles gezählt, nur das wird dann erst nach einer gewissen Zeit, meistens nach einem Tag, dann alles draufgerechnet. Und inzwischen steht da, glaube ich, wenn dann 301 steht, kann man da so ein Fragezeichen oder so klicken, dann kriegt man die Antwort dafür. Aber fand ich gerade mal so, konnte man erwähnen. Ja, wir fahren heute mit dem Cheeto, das letzte Gefecht. Leider nicht das letzte Gefecht vor dem nächsten, sondern das ist das letzte Gefecht für YouTube. Da ich ja gesagt habe, ein Video, wie er im Stockzustand ist und eins, wie er im Full Upgrade ist. Ja, ich meine, das war so, ja. Und das ist hier, der Panzer ist jetzt Full Upgrade, ich habe alles, Motor, Ketten, Funke, Kanone, ja, mehr gibt's nicht. Und deswegen werden wir da mal gucken, was wir da hier zu reichen. Tier 8 ist natürlich, zwei Tiers höher. Müssen wir vorsichtig sein, weil die Wumme ist nicht schlecht, sie ist nicht schlecht. Ja, sie ist nicht schlecht, aber das Problem ist eher der Damage, den wir kassieren könnten. Wie zum Beispiel der Ferdi hätte der uns getroffen, wäre mal ein Kopf kürzer gewesen. Im Großen und Ganzen finde ich den Panzer nicht schlecht, nur das Matchmaking ist ja wieder so ein bisschen problematisch, finde ich. Weil er ja als Sechser flankieren kann, aber da selbst das ist nicht immer ganz so einfach mit dem Teil. Wie ich finde. Und das macht den Panzer nicht ganz so leicht zu spielen. Sehen wir da absolut nichts. Schade. Sagen wir mal die Seite da wechseln. Ja, das ist wegen diesen blöden Bodenschwellen. Problem für uns. Problem hier auch, wir können von der Artie, glaube ich, getroffen werden. Ja, da durchkommen ist aussichtslos. Wir haben selbst mit Premium 186 Penetration nur. Das wird also nicht reichen für Tier 8. Also auf jeden Fall nicht für den E6. Für den reicht es eventuell. Ja, oder man trifft nicht und man kommt nicht durch. Ihr habt halt das Problem, das ist halt wenig Durchschlagskraft. Und der muss wieder nicht aimen. Ja, hier sind wir nutzlos. Das ist, können wir knicken. Frontal zu achtern hat keinen Sinn. Deswegen muss man die ja mehr oder weniger umkreisen. Oder halt flankieren. Nur auf manchen Maps geht das halt auch nicht wirklich. Wie hier, finde ich, geht es recht schlecht. Weil da oben muss man auch frontal zu den Gegnern stehen. Oder kämpfen meistens. Und ja, in dem Fall ist es ein Typ 59. Oder? Ja, Typ 59. Den wir auch nicht klein kriegen, weil der kriegen wir vielleicht seitlich klein. Frontal kommen wir da, glaube ich, nicht durch. Ich muss aber übrigens mal sagen, die Sonne, es ist so geil gemacht. Sie sieht hier auf dieser Map mit am geilsten aus. Also das sieht. Ruinenwerk hat eine richtig schöne Atmosphäre bekommen, die halt mir persönlich sehr, 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 sehr gut gefällt. Da haben wir eben auch Premium. Ja, das ist das Problem von der Durchschlagskraft. Auch ein Problem, was ich bei meinem nächsten Panzer. Shit, das war ein Typ 58. Shit. Ich hab geguckt. Denn der 7er hat die gleiche Kanone, nur mit einem Magazin. Wie ich im letzten Video in der 300. Folge gesagt habe, finde ich das mit dem Magazin teilweise etwas einfach, weil einfach her. Weil wenn man seitlich steht zu dem Gegner, oder wenn der Gegner seitlich zu einem steht und ja, man dann schießt,
haut man ihn dann halt gleich mal ein paar Schüsse rein. Was hat denn der für einen Reload? 5 Sekunden. Kommen aber halt nicht durch. Und ja. Deswegen bin ich da gespannt, wie das letztendlich wird. Ich fand ihn auch im Test aber gut, nur da konnte ich halt echt in der Runde gut flankieren. Das ist dann schon was anderes. Komm, Typ 59 Move. Leider sind wir jetzt wahrscheinlich auch mit einem Treffer tot. Ich weiß es nicht genau. Deswegen lassen wir mal einen Typ vor. Oha. Da ist noch einiges zu tun. Worauf schießt der bitte? Ich glaube, jetzt cappen zu gehen wäre das Beste. Wir schaffen das nämlich sonst nicht mehr. Habe ich noch alle gute HP und ich bin einfach nutzlos. Ich komme da nirgendwo durch. Bis Premium geladen. Aber wie gesagt, auf manchen, also auf anderen Maps, kommt man da gut eigentlich auf sein Damage. Also, man kann es gut schaffen. Geht er jetzt killen oder? Er geht killen. Ja, dann gehe ich auch killen, weil dauert zu lange fürs Cappen. Wenn die cappen wollen, cappen die das eben. Das ist für mich da keinen Sinn. Nur leider in T8 ist es halt echt nicht so einfach. Kaufmann ist Cheater, oh mein Gott. Naja, das Problem ist, bei dem kommen wir von da auch nicht durch. Also, mit viel Pech schaffen wir das nicht. Ein bisschen Glück seitlich fährt. Ja, wo ist denn der hin? Ja, oh mein Gott, mit Gold. ETF. Mit Cappen gehen? Dann nicht, dann fahre ich hier rechts rein. Nee, fahre ich nicht. Er fährt auch zurück. Warum schreibt, hat der Typ eigentlich Gold geschrieben? Gold, hä? Naja. Muss man jetzt nicht verstehen. Er hat auf jeden Fall mit Gold geschossen. Oh komm schon, ey, was machst du denn da hinten? Was macht der? Der hat jetzt echt gedacht, der findet da noch einen? Really? Oh, scheiße. Nein, das wäre ich geowned. Nein! Und ich habe so schön gekappt und den KV-1S zerschossen. Schade. Wer kommt da lang? Ja. Haben wir nicht mal getroffen. Genius. Ja.
Ich mag den Panzer. Ja, ist einfach so ein Panzer, wo ich echt überlege, das ist einfach. Ich komme nicht drauf, wo das Praktische an dem Panzer ist oder wo seine Stärken sind. Bei Geschwindigkeit ist es ehrlich gesagt nicht wirklich. Der hat keine hohe Beschleunigung und keinen wirklich hohes Max-Speed. 45er heißt er damit selten. Außerdem ist Premium-Muni so arg teuer. Ich meine, wer bezahlt dafür 3200 auf Tier 6? Und hat dann nicht mal 200 Penetration, ja? Beim Black Prince kommt man nicht durch. Selbst mit Premium wird es schwierig. Tier 29 sollte mit Premium gehen, frontal. Wenn er anwinkelt, dann. Also wenn er nicht anwinkelt, komme ich mit normaler Muni durch. Wenn er anwinkelt, kann ich es, glaube ich, vergessen. Ist halt echt ein Problem, wo ich mir auch echt langsam Sorgen mache, weil wenn ich die Reihe, also wenn ich den 7er nicht spielen kann aufgrund der Kanone, dann werde ich die Reihe auch leider lassen. Tut mir dann leid, aber es war ein Versuch. Weil ich habe dann einen Panzer auf Tier 7 mit 155 Penetration, womit ich in Tier 6 schon nicht klarkomme, weil ich in Tier 8 komme, wenn ich dann mit dem Tier 7 dann in Tier 9 komme. Also wenn er halt echt so ein Matchmaking hat, dass der andauernd in Tier 9 kommt, dann überlege ich mir das nochmal. Weil dann kann man den Panzer echt nicht nutzen, weil wenn man selbst seitlich kann man dann keinen Damage machen. Weil 155 Durchschlag, wenn der Gegner seitlich ein bisschen anwinkelt, kommt man da schon bei Tier 9 oder so nicht durch. Das hat dann keinen Sinn. Aber ich bin gespannt drauf. Der Tiger ist da ja sowieso einsame Spitze mit dem T29. T7, bin gespannt, wie der Chiri sich da eventuell durchsetzt oder nicht durchsetzen kann. Ich finde, der Panzer kann sich in T6 ganz gut behaupten, aber alles drüber kann er vergessen. Das ist. Ich habe gar nicht so schlechte Runden, sagen wir so, mit dem, aber gefallen tut er mir nicht wirklich. Wegen dem Matchmaking. Also, was heißt, er gefällt mir mehr oder weniger, aber wirklich Spaß habe ich mit dem nicht so, weil ich zu oft in diese Tier 8er Gefechte komme. Und wenn die Map da nicht stimmt, wenn das Team nicht so richtig fährt für einen, kann man da sehr, sehr wenig machen und es ist dann sehr blöd für einen, wenn man dann, ja, eine scheiß Runde hat und kein XP bekommt. Aber wann war das? Vor. Also immer letzte Woche? Nee. Diese Woche war das schon. Anfang dieser Woche muss es ja immer gewesen sein. Da habe ich das Teil ein bisschen mehr gelevelt. Und da habe ich echt schön jede Runde so 500 bis 1000 Schaden gemacht. Da war das Matchmaking auch, glaube ich, ganz gut. Da ging es auf jeden Fall, da hat es geholt. Braucht halt irgendwie auch ein bisschen Glück, dass die Gegner da ein bisschen stehen. So, müssen halt irgendwie gut für einen stehen, damit man da gut Damage drauf machen kann. Jetzt zum Beispiel habe ich jetzt ein bisschen blöd reagiert, ein bisschen spät. Aber wir können jetzt eigentlich von hier hinten aus mit ein bisschen Glück Damage machen. Ist ja auch so ein Punkt, Durchschlagskraft. Gun Depression. Das haben die Teile ja nicht wenig oder nicht schlecht. Oh, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Das ist, dann habe ich das falsch eingeschätzt mit der Panzerung des T29. Dachte, der hätte, mehr. Also, dass ich da seitlich schlechter durchkomme. Na, nein, fahr doch nicht vor, komm schon. Ach, schade. Das war eigentlich einfach verdienter Damage. Ja, da haben wir sie ordentlich weggeraucht, muss ich mal sagen. Und das ist so eine Runde, da macht man gut Damage, weil die Gegner halt passend fahren, passend stehen. Oder halt sich einfach überhaupt nicht wegbewegen und sich dafür überhaupt nicht interessieren. Erst fahren sie, wenn sie unter 200 B sind. Ja, schade, das war zu schnell. Und dann sterben. Ach, geil. Ja, die Runde macht wieder alles weg. Ja, das ist Tier 7. Da kann man mit der Wumme schon einiges mehr anfangen. Wenn ich jetzt. Ne, krieg nicht runter.
Schade, also es hat jetzt fast geklappt mit der Galactician. Ah, Black Prince. Müssen wir aufpassen. Damit wir erstens nicht viel Damage kriegen und zweitens nicht festhängen. Das passiert ja sehr schnell. Was übrigens mit der Havoc wahrscheinlich überhaupt nicht mal wirklich passieren wird. Weil an solchen Stellen kippt man dann wahrscheinlich direkt um. Der wird wahrscheinlich auch. Wird das einige, ein oder andere schicke, lustige Video entstehen. Vom Testserver. Bin ja echt schon gespannt. Ich habe ja gehört, dass 8.11 irgendwie Mitte Februar kommen soll. Da war jetzt aber meine Frage hin, die nicht beantwortet wurde, ob es das Patch kommen soll oder der Testserver. Ich meine nämlich das Patch, das heißt der Testserver könnte durchaus schon bald erscheinen. Für 8.11 natürlich. Aber 8.11 ist ja ebenfalls schon sehr interessant mit den HD-Modellen. Bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Ja, da brauchen wir kein Premium. Außer wir schießen gegen irgendwelche Häuser. Sorry, das war Facebook, das war nicht euers, das war mein Facebook. Shit. Das war nicht so geplant. Das ist nicht offen. Aber das ist eine schöne Runde. Das ist zum Beispiel eine Runde, da kann man schön viel ausrichten. Da sieht man halt, wie stark die Kanone in ihrem Tier ist. Oder sein kann. Ist jetzt T7, T7 ist der Panzer. Ja, ich meine, da kommt man halt auch noch recht easy mehr oder weniger durch bei den 7ern. Bei 8ern ist es schon echt schwierig. In Tier 6 ist es halt natürlich reiner Mord teilweise. Also mit der Kanone halt, wenn man sich nicht treffen lässt, dann passt das echt schön. Ja. Ein Panzer, wo ich so immer so nicht weiß, was ich von dem halten soll, weil ich habe halt diese Runden, ich habe auch die Runden von Grad. Deswegen werde ich ein Fazit zu dem Panzer, ich weiß es nicht, ich will eins abgeben, aber ich finde, der Panzer ist ziemlich situationsbedingt gut. So von Grund auf ist er wegen seinem Matchmaking nicht ganz so gut. Wenn er in Tier 7 kommt oder in Tier 8, das gleiche, was wir gerade gemacht haben, ging auch in Tier 8. Wenn der T29 stand, so ein bisschen komisch. Wobei, wenn er in Tier 8 wäre, wäre ich da wahrscheinlich auch nicht durchgekommen. Auf jeden Fall, so war es, geht natürlich auch, wenn die gehen halt einfach alle so ein bisschen blöd stehen, man kann mit dem Panzer sehr gut snipen, dann kann man da sehr gut Damage machen. Ich weiß nicht, kann man eben gucken, was ich für ein Durchschnittsdamage habe. Bis jetzt. Ich habe auf jeden Fall noch nicht so viele Gefechte. Bei mehr als 8er werden wir haben. Chito 31. 800 Durchschnittsdamage ist für einen 6er ehrlich gesagt recht wenig. Aber ich fand den Anfang sehr, sehr schwierig mit dem Teil. Der da schon mit dem Matchmaking zu kämpfen hatte und noch weniger Durchschlagskraft hatte. Hier mit seiner 124, das ist dann ja echt doch mal 25 weniger, das ist echt gar nichts. Ich würde sagen wir so, ich würde den Panzer nicht empfehlen, wird kein Spaßpanzer von mir, den werde ich auch nicht so behalten fürs Zwischendurchfahren. Man kann ihn aber bedingt gut durchleveln, wenn die Gegner mitspielen und das eigene Team auch mitspielt. Ist aber kein Panzer, der die Runde frontal, sag ich mal so, ja, umdrehen wird. Ansonsten brauchen wir jetzt noch. Ups. Und 50.000, 49.000 sind es. Da haben wir den Shiri, das wird jetzt etwas dauern. Und währenddessen kommen dann normale Let's Plays weiter. Ansonsten, das Giveaway zu den Chino-Cars werde ich morgen auflösen. Das Video wird morgen kommen. Und ja. Ich wünsche schon mal allen viel Glück. Und einen guten Start in die Woche. Meine fängt morgen an und ja, gut Schuss, viel Spaß auf dem Schachtfeld. Tschüttelö.